Urlaub, um es mit dem Dichter Hermann Hesse zu sagen, jedem Jahr nun ein Zauber inne, der uns beschützt und hilft zu leben. Möge dieser Zauber des Neuen das heitere Beschreiten neuer Räume, neuer Pflichten, ein neues Lebensweis, Ihnen einen guten Start und ein segenreiches Wirken in der Stierung weisen. Das ewige Wirken ist ein wichtiger Bestandteil des kommunalen Lebens im Mühlerberg. Die Kirchen sind wichtige Partner der Stadt, sind aus dem sozialen und kulturellen Geschehen nicht wegzunehmen. Für Alt und Jung sind die Kirchengemeinden Wegbereiter bei der Suche nach sinnvollen Lebensperspektiven und darüber hinaus. Im 19. Jahrhundert gegründet, trug die Gemeinde St. Maria Rosenkranz sehr umfassend dazu bei, das aufblühende Ruhrgebiet von auswärts kommenden Arbeitern, vornehmlich aus Schlesien und Ost- und Westpreußen, aufzunehmen und sie in ihre Umgebung zu integrieren. August Hirten, Begründer seines Imperiums, hatte den verbindenden Charakter der Kirche erkannt, hatte die Gemeinde gründlich gefördert, insbesondere den Bau der Pfarrkirche sehr wesentlich finanziell unterstützt. Und auch in unserer Zeit gilt es immer wieder, Menschen einzubringen, ihnen Heimat zu geben, sie sehr geehrte Apostolische leisten gemeinsam mit ihrer Gemeinde für die hier lebenden Christen aus Kammern. Ebenso für die Stürmer Bürger und Bürgerinnen verschiedener Herkunft und Nationalitäten wertvolle Integrationsarbeit. Ihre Kirche verbindet, und ich bin sicher, der Dienst an den Menschen wird Ihnen an in Ihrer Verbindungsstätte viel Arbeit, aber auch ebenso viele Freude bereiten. Nun werden Sie als Pastor und ich als Stellvertreter als Sechsbürgermeister, wenn auch in unterschiedlichen Funktionen, hier im Stadtteil, wird das ein Stück Weg gemeinsam gehen. Tragen wir gemeinsam dazu bei, den Menschen hier vor Ort ein lebens- und liebenswertes Umfeld zu gestalten. Ich wünsche uns dabei erfreuliche menschliche Begegnungen und ein gutes Miteinander. Ihnen, liebe Pastoren, Kirche, für künftiges Wirken Pastor, after a better match between the both of them.
If you are not God, it doesn't mean you do not do something great for the growth of this community. It is just a way of appreciating those who stood at the forefront. I begin with Mr. Sota to just come. Was 12, so real problem.
Some thought that well, others were bringing some ideas which are not so good for the community. Some because of some other personal conflict and to the left. I want to use this opportunity to say, forget about whatever happened in the past. If you